Guten Abend, meine Damen und Herren. Bitte entschuldigen Sie die Verspätung. Wir freuen uns riesig, heute Abend da sein zu dürfen. Auch nochmal herzlichen Dank für die Einladung, für die nette Einführung. Das Buch hat ja eine lange, oder die Einladung hat eine lange Vorgeschichte. Ich habe nochmal nachgeguckt. Unser erster Kontakt im Jahre 2021. Wie so vieles hat Corona durcheinander gebracht. Eigentlich dürfen wir heute Abend gar nicht hier sein, weil wir ja schon wieder im Finish des nächsten Buchs sind. Im Oktober erscheint schon unser neues Buch. In 6 Wochen haben wir Abgabe. Wir sind eigentlich geistig in ganz anderen Dingen unterwegs. Also wenn wir heute nicht ganz so eloquent sind, wie wir das manchmal sind, wenn wir ganz frisch an einem Buch sind, bitte ich das zu verzeihen. Wir werden heute Abend versuchen, das Buch dialogisch abwechselnd vorzustellen. Denn das ist ja auch das Besondere an unserer Zusammenarbeit, dass eben ein Naturwissenschaftler und ein Kulturwissenschaftler zusammengefunden haben und im ständigen Austausch, im ständigen Gespräch miteinander diese Thesen, Theorien entwickelt haben. Das heißt auch, wenn wir auf Veranstaltungen gehen, freuen wir uns natürlich auch auf Ihr Feedback. Wenn Sie nachher Fragen haben, Anregungen haben, auch Kritik, wir sind offen für alles. Wir hören uns alles sehr, sehr gerne an und freuen uns, wenn wir mit Ihnen dann auch in ein Gespräch kommen. Das wird jetzt so ein leichter Parforce durch 2 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte. Also ich hoffe, Ihnen sausen nachher nicht zu sehr die Ohren. Wichtig vorneweg, was wir immer im kirchlichen Kontext sagen, wir sind Agnostiker. Also wir glauben eben nicht an Gott. Gott ist uns nie begegnet. Wir beanspruchen aber auch auf gar keinen Fall irgendwelche theologischen Aussagen zu machen. Wichtig ist, glaube ich, zunächst auch etwas zum Titel zu sagen, weil die Wahrheit über Eva, das wird oft missverstanden. Die häufigste Frage, die uns gestellt wurde, ist, wie können 2 Männer so ein Buch schreiben? Deshalb ist es wichtig zu sagen, das Buch ist kein Buch über Frauen und es ist auch kein Buch für Frauen, sondern eigentlich ist es eine andere Geschichte der Menschheit und deshalb geht es alle an. Wir wollen rekonstruieren, wie das Verhältnis der Geschlechter so ins Ungleichgewicht kommen konnte und was die Benachteiligung und Unterdrückung der Frauen eigentlich so penetrant und hartnäckig gemacht hat, dass man ja bis heute noch kämpft, sich davon zu befreien, vor allem die Frauen. Und das Christentum spielt da ja eine ganz unbedeutende Rolle. Deshalb freuen wir uns aber auch, dass wir gerade, wir haben durch das Tagebuch der Menschheit, was wir gemacht haben, sowieso sehr viel Einladungen aus kirchlichen Kontexten. Es gab an ganz vielen Gemeinden Lesekreise zum Tagebuch der Menschheit, was uns sehr gefreut hat. Und jetzt auch bei Eva stellen wir fest, dass gerade aus katholischen Kreisen sehr viele Anregungen und Einladungen kommen. Wir waren in Stuttgart bei einer hochprofessoralen AG der katholischen Dogmatiker und Dogmatikerinnen und durften den Eröffnungsvortrag halten, um ihnen zu erklären, was die katholische Kirche da vielleicht in Sachen Frauen nicht ganz so gut gemacht hat. Die zweite Sache zum Titel, Wahrheit ist natürlich ein großer Begriff. Wir haben damals zum Tagebuch der Menschheit einige Veranstaltungen gehabt, die hießen Die Wahrheit über Adam und Eva. Und weil bei diesen Veranstaltungen oft dann die Frage kam, weil wir auch da schon immer so fragen, wie kommt das Patriarchat und dergleichen zustande, immer die Frage kam, wie war das eigentlich mit den Frauen damals, als die Menschen als Jäger und Sammler gelebt haben, also die längste Zeit der Menschheitsgeschichte. Und das war so typisch, dass diese Frage kam, dass wir irgendwann scherzeshalber mal sagten, oh, wir müssen eigentlich mal ein Buch machen, die Wahrheit über Eva. Und sofort war das die Resonanz ganz, ganz groß, dass wir dachten, okay, diesen Titel lassen wir uns nicht mehr nehmen. Und unsere Wahrheit, also da geht es eigentlich darum, dass wir keine neuen Wahrheiten verkünden wollen, schon gar nicht über Frauen, sondern wir wollen mit 2 Lügen aufräumen. Die eine Lüge ist, dass Gott irgendetwas damit zu tun hätte, dass Frauen das zweite Geschlecht wären. Und die zweite Lüge ist aus unserer Perspektive, dass die Natur daran schuld sein könnte. Unsere Aussage ist ganz klar, es ist die Kultur, es ist eine kulturelle Verirrung, es ist ein historisches Ereignis, das dann lange nachgewirkt hat. Und das Gute daran ist, Kultur ist veränderbar. Dazu muss man nur natürlich diese Zusammenhänge kennen. Was uns qualifiziert ist, jetzt leite ich langsam zu Karel über, dass zumindest einer von uns eben als Evolutionsbiologe und Anthropologe
der sich mit Evolution und Menschheitsgeschichte intensiv beschäftigt hat, dass er ja ein Fachmann ist, wie die Zeit vor dem patriarchalischen Sündenfall, auf den wir noch kommen, war. Also wie es eben die längste Zeit im, was wir metaphorisch den Garten Eden nennen, also die Zeit als Menschen, als Jäger und Sammler fast 2 Millionen Jahre gelebt haben. Wie war es? Wie war es? Auch von meiner Seite freue ich mich sehr, hier da zu sein. Wir müssen also nicht biblisch denken in dieser Hinsicht und ich hoffe, Sie können uns das verzeihen. Denn wir müssen eigentlich zurückgehen zu den Ursprüngen der Gattung Homo. Wir sind ja Homo sapiens und die liegen schon sehr, sehr weit zurück. Je nachdem, wie man das genau, wo die Anfänge dann genau sind, da was los. Das liegt dazu. Ist es am einfachsten zu sagen, es fängt an so am Ende des Pliozäns. Das ist eine Weile her. Wie lange? So ungefähr 2,5 Millionen Jahren. Da gab es mal wieder riesigen Klimawandel. Alles wurde viel trockener. Und die Wälder in Afrika schrumpften. Und viele Menschen, auch wenn die ja von den Bäumen abhängig sind, sind ausgestorben. Aber eine Gruppe irgendwie hat es geschafft, auf diese neu entstandene offene Savanne zu überleben. Das ist ganz unprimatisch, denn Primaten, was machen sie, wenn da eine Drohung ist? Rennen auf die Bäume und dann können sie lachen, denn die Raubfeinde können das, sie dann nicht verfolgen. Diese haben also gelernt, wie übrigens alles, was ich sage, hat auch eine sogenannte primatologische Komponente, was wir bei heutigen Affen noch studieren können und da übertragen können. Was sehen wir bei den heutigen Schimpansen oder Pavianen? Wenn sie weit von den Bäumen sind und da kommt ein Raubfeind, sie verteidigen sich gemeinsam. Und die Männchen vorne und die Weibchen, die ermutigen die Männchen, um das zu machen. Also da können wir uns sehr gut vorstellen, dass es auch passiert ist, denn das zeigt die Archäologie. Ab ungefähr 2 Millionen Jahren sind wir sicher, mit Steinwerkzeugen und Tierknochen und so weiter, dass da die Menschen, ich nenne sie mal Menschen, die haben ziemlich gut schon ausgesehen wie wir, die waren auch ziemlich groß übrigens, ein bisschen so wie ich, dass die Menschen sich kollektiv gewehrt haben gegen diese Raubfeinde und denen sogar die Beute weggenommen haben. Und das muss man sich vorstellen, das gab in dieser Zeit, gab es ungefähr 30 Arten auf diesen Savannen von Löwen, Hyänen und was weiß ich für Arten, Karnivoren. Also das war eine Leistung, die kann man sich kaum mehr vorstellen. Die müssen wirklich ganz gut zusammengearbeitet haben. Wir wissen jetzt auch, dass sie in großen Gruppen gelebt haben von diesen Fußsporen, die man irgendwie analysiert hat und Individuen zuweisen konnte. Wir wissen, dass in dieser Zeit die Technologie also wirklich rasant zugenommen. Und aus dieser Hintergrund kann man sehen, dass da eine Nische entstanden ist, die absolut nichts mit Affen zu tun hat. Das Jagen und das Sammeln. Und das tönt jetzt ganz banal, aber Jagen für eine Art, so wie wir, kleine Zähne und so weiter, können nicht schnell rennen, haben keine großen Krallen. Das ist also eine intellektuelle Arbeit, mehr als eine Laufarbeit, obwohl Laufen auch viel dazu kam. Aber das Sammeln, das tönt auch so wie ein bisschen Bären pflücken und so weiter, aber das ist auch ziemlich kompliziert. Oft waren Sachen unterirdisch, die man ernten musste und man musste genau wissen, wo, was, wann zu holen ist und da gibt es diese Techniken. Man kann zeigen bei Jäger und Sammler, die jetzt noch leben, dass sie irgendwann Mitte 20 oder für die Männer Mitte 30 erst super kompetent geworden sind. Also das sind Sachen, die muss man lernen. Das ist eine intellektuelle Herausforderung, um als Jäger-Sammler zu überleben. Und das wiederum bedeutet, dass man erstmal die Kinder lehren musste. Was ist das? Die haben viel Zeit gebraucht, um erwachsen zu werden. Also was man sieht, ist da eine intellektuelle Nische, die entsteht, aber die nicht bestehen konnte, ohne was wir so trivialen Prosozialität, das ist in unserem Fachjargon, das Teilen und Helfen wollen, weil es ist zwar eine tolle Nische,
Aber es ist auch eine Nische mit großen Risiken. Erstens physisch, aber auch von der Ernte her, das geht manchmal so und so und dann hat man mal nichts. Aber weil die in Gruppen gelebt haben, konnten sie sich gegenseitig unterstützen, denn jemand hatte schon etwas gefunden. Und das Teilen war also, hat sich in unsere DNA eingeschrieben als etwas, das eine gute Sache ist, das man gerne möchte. Helfen möchte man gerne. Das klingt jetzt ein bisschen romantisch vielleicht, aber stellen Sie mal vor, es gab keine Lebensversicherung. Nicht? Man kann nicht irgendwo, es gab keine Vorräte. Die Leute waren nomadisch. Was muss man also machen? Man muss einen guten Ruf aufbauen, damit, wenn man dann mal in Not ist, die anderen dir helfen. Und so könnte man sich vorstellen, das hat sich wie bei allen Arten, ihre Nische und ihre Psychologie kommen zusammen. Das ist die natürliche Selektion, bringt diese Sachen zusammen. Das, was wir dann erste Natur nennen in unseren Büchern, also eigentlich die menschliche Natur, ohne dass da viel Neues dazugekommen ist und viele andere Wege eingeschlagen worden sind. Das ist diese erste Natur, ist in diesen Umständen, wo man sich gemeinsam, wo das Kollektiv unglaublich wichtig war, wo man sich gemeinsam wehren musste, wo man teilen musste, um überhaupt zu überleben, wo man hundertprozentig voneinander abhängig war. In dieser Zeit ist das entstanden und das schleppen wir immer noch mit uns mit, auch wenn wir jetzt in einer total anderen Welt leben. Also das ist eigentlich der Grundsatz. Was für dieses Buch dann jetzt ganz wichtig ist, ist das, was bedeutet das für ein Sozialsystem? Das bedeutet, dass alle nett sein müssen zueinander. Denn wer sich dazu sehr aufspielt, ja, der kriegt vielleicht nächstes Mal kein Essen. Und also, es ist ein Team. Und in einem Team, das nennt man Band bei den in unserer Jäger-Sammler-Forschung, ist niemand wichtiger. Vielleicht ein bisschen, aber er darf es nicht zeigen. Oder sie darf es auch nicht zeigen. Also das alles ist, alle Entscheidungen, die müssen ja oft umziehen, denn die haben diese Lager, die sind ganz kurz mal besetzt. Die Entscheidungen werden kollektiv getroffen. Manchmal nach endlosen Diskussionen. Aber die müssen gemeinsam wegziehen. Die können nicht sagen, oh, wir gehen dahin. Nein, das geht nicht. Also man sieht, es ist eine Kleingruppe, wo man zusammenhält, wo es keine Meister und Knechte gibt, wo alle gleich sind. Und der Punkt für dieses Buch ist, dass es nicht nur innerhalb der Geschlechter gilt, aber auch zwischen den Geschlechtern. Denn das Wort Jäger-Sammler sagt es schon, die sind komplementär, die ergänzen sich beiderseits und zusammen können sie überleben. Wenn die eine sagen, wir sind wichtiger und die anderen streiken, dann läuft nichts mehr und umgekehrt. Also es geht Gleichberechtigung auch zwischen den Geschlechtern. Aber Männer sind doch stärker. Also stimmt dieses Bild des Steinzeit-Machos, der irgendwie Keulen schwingend in der einen Hand und in der anderen die Frau an den Haaren in die Höhle zieht, nicht? All das, was wir bei Familie Feuerstein gelernt haben. Ja, genau. Das nennen wir Projektion. Oder Wunschbild. Was wir nicht vergessen müssen, das ist erst in den letzten 10, 15 Jahre klar geworden. Was wir wissen aus den Höhlen in Europa, das ist anders als die total nomadischen Jäger und Sammler, die völlig egalitär waren, denn die waren schon halbwegs sesshaft, monatelang. Und das wissen wir jetzt aus der Forschung, wo die Jägersammler dann teilweise sesshaft werden, dann entsteht schon ein bisschen eine Schichtung, könnte man sagen, Stratifizierung. Aber es ist nicht auf Zwang basiert, das ist auf Respekt basiert. Das ist, ja, der kann es einfach besser oder sie kann etwas besser und sie kriegt dadurch Respekt. Also die Idee könnte auch Projektion sein von den Biologen und den Archäologen, die natürlich auch im Patriarchat aufgewachsen sind. Also das ist ja, wir müssen immer uns unglaublich immer hinterfragen, ob was wir meinen, folgern zu können, ob das nicht ist, weil wir denken, dass es passt, ohne dass die Fakten das hundertprozentig unterstützen. Drei Strategien. Genau. Das ist das, was ich meinte. Also wir sind nicht mehr ganz drin und wir haben diesen Vortrag entwickelt und das muss ich oder er mir, also ich war da. Also, die Männer waren kräftiger, sind sie immer noch. Überall, wo man hingeht, es gibt große ethnografische Studien, denn Anthropologie war früher Menschenmessen, oder? Und man sieht, überall sind im Durchschnitt die Männer größer als die Frauen.
auch wo die Leute klein sind, gibt es einen Unterschied. Wo die Leute riesig sind, gibt es einen Unterschied. Und das ist Gott. Wenn man einfach Körperhöhe, Länge, ist völlig linear. Also da ist tatsächlich was dran. Männer können Frauen total dominieren und verprügeln. Und wir wissen, dass das heutzutage auch viel passiert. Jetzt kommt die Überraschung. Bei den Jägern und Sammlern in der Literatur sehen wir das eigentlich nicht. Und was ist jetzt die Entscheidung? Ich habe schon über die Erklärung, ich habe schon über das Teamwork gesprochen und so weiter. Aber da kommen die drei Strategien, man kann ein Muster erkennen und daraus drei Strategien ableiten, wieso Frauen eigentlich nicht den Kürzeren ziehen müssen. Das erste ist, in diesen Jäger-Sammler-Gruppen sind Leute organisiert mehr oder weniger spontan. Also es gibt Paare, wie bei uns, aber die sind in einer Gruppe und dann gibt es allerhand Hangers-on, würde man sagen auf Englisch, Leute, die irgendwie keine Familie haben oder sowas, oder eine Großmutter von denen und zwei Brüder von die und so weiter. Also das ist alles gemischt, durcheinander. Das bedeutet, dass Frauen immer Verwandte haben, die helfen können. Das wird sich später ändern. Das bedeutet, dass wenn jemand eine Frau belästigt und sie sagt es ihren Familienmitgliedern, dann ist das keine gute Sache. Denn wie gesagt, jeder ist von jedem abhängig. Und wenn dann einer sich daneben benimmt, hat er ein Problem. In diesem Fall ist es ein Er, nicht? Das ist die erste Strategie. Die zweite habe ich eigentlich schon erwähnt. Komplementarität. Also das ist eine Art Hebelwirkung. Okay, der Mann ist stärker und er droht mich. Und dann bringe ich kein Essen. Heute Abend kriegt er nichts von mir. Und dann vielleicht kommt er zur Besinnung und sagt, ja, vielleicht, okay. Und das ist natürlich dann auch in der Erziehung wird das eingetrichtert und so weiter. Also man sieht, es bringt denen relativ wenig, um zu verprügeln. Und die dritte Strategie ist nicht eine Strategie, die bewusst gewählt ist, die hat die Natur für uns entstehen lassen. Und das ist völlig unerwartet vielleicht für Sie, der verdeckte Eisprung. Ja, genau. Das hat mit unserer Sexualität zu tun. Da muss ich vielleicht kurz ausholen. Ja. Bei den meisten Arten in der Biologie ist es so, denken Sie mal an Bisons oder Wiesente oder diese Tiere oder Hirsche, ein Tag im Jahr und dann ist es danach wieder gelaufen. So sind Menschen nicht, so sind Affen nicht. Die meisten Affen, insbesondere die in großen Gruppen leben, wie unsere Vorfahren, die waren ja in riesigen Gruppen auf diesen Savannen, die sind hochpromisk. Und das gibt das sogenannte Infantizidproblem von Menschen. Das bedeutet, ich möchte das jetzt nicht groß ausufern lassen, aber das bedeutet, dass was wir sehen, ist, dass sexuelle Aktivität ist mehr oder weniger immer da. Während der Schwangerschaft. Ja, bin doch schon schwanger. Ja, aber das weiß das Männchen doch nicht. Während der Stillzeit, wo die Empfängnisbereitheit eigentlich auch nicht so groß ist, denn meistens während dem Stillen gibt es diese sogenannte Amenorrhoe, dann ist das Ovarium nicht aktiv. Aber bei unseren Verwandten, alle Menschen auf den Orangutans, die ich studiert habe, auch Schimpansen, aber insbesondere Bonobos, vielleicht haben Sie von Bonobos gehört, diese sexy Apes, genauso verwandt mit uns als die Schimpansen, das ist auch etwas gut verstanden, oder? Und was wir dort sehen, ist, dass dieser verdeckte Eisprung dazu führt, dass Menschen eigentlich nicht genau wissen, wann was wichtig los sein könnte, also wann sie am besten paaren sollen. Und das bedeutet, wenn sie jetzt die Weibchen verprügeln und das Weibchen, weil sie verprügelt werden, das bei Schimpansen übrigens passiert, denn die sind nicht so verdeckt. Wenn sie dann verprügelt werden, dann kriegen sie natürlich eine Aversion zu diesen Menschen. Und die Konsequenz ist, dass er weniger erfolgreich ist, als wenn er nicht verprügeln würde. Und so sehen wir die dritte Strategie. Übrigens ist sie immer noch da, auch wenn man das nicht mehr weiß oder danach handeln darf. Aber also wir nennen das unsere Schizosexualität. Wir haben eine Veranlagung für hohe Promiskuität einerseits und wir leben in Paaren.
auch bei den Jägern und Sammlern, andererseits, die teilweise sehr exklusiv und langfristig halten und teilweise eigentlich fast wie Bonobos sind. Und das ganze Spektrum können wir ethnografisch im Moment aufzeigen. Also diese drei Strategien erklären, wieso diese Steinzeit-Machos ein Figment of our imagination. Ein Werk der Imagination, also Fiktion. Ja, Fiktion sind und ziemlich sicher nie gelebt haben. Vielleicht nennt man sie nochmal, weil wir kommen nachher drauf zurück, das ist relativ spannend. Also einmal ist es die wirtschaftliche Ökonomie der Frauen, weil die eben einen ökonomischen Anteil zum Zusammenleben gebracht haben, der unverzichtbar war. Zweite, sexuelle Autonomie. Und das dritte eben Allianzen, vor allem weibliche Allianzen. Das waren eben die drei Strategien. Genau, und das war eigentlich 99% der Menschheitsgeschichte, der Zeit, in der es den Homo sapiens gab, bis es dann schief ging. Und dann kommen wir bei dem, was wir dann metaphorisch gerne den eigentlichen Sündenfall nennen, nämlich die sogenannte neolithische Revolution, das Sesshaftwerden, das, was wir alle noch in der Schule gelernt haben, als die Erfindung von Ackerbau und Viehzucht, was wir damals auch wahrgenommen haben oder uns erklärt wurde, dass das eine große, große Fortschrittsleistung gewesen sei. In den letzten 2-3 Jahrzehnten ist immer deutlicher in der Forschung herausgekommen, vor allem in der Archäologie, dass das etwas war, was Jared Diamond den schlimmsten Fehler der Menschheitsgeschichte genannt hat. Die Menschen sind eben, damals begann die Klimaerwärmung, in der wir immer noch, die Warmzeit, in der wir immer noch leben. Das heißt, eine sehr gute Zeit. Es gab viele Gräser, Wildgetreide und so weiter und eine Überflusszeit. Und dann waren natürlich die Jäger und Sammler, dachten auch, wir brauchen gar nicht mehr so viel rumziehen, wir bleiben jetzt hier, hier ist es schön. Und die fingen an, mehr diese Wildsamen zu ernten, säten dann auch Sachen aus durch Zufall, dann später auch intentional kultivierten Sachen, fingen dann irgendwann an, Tiere zu domestizieren. Das Ganze führte erstmal ein großer Erfolg, weil man eben sich das Herumziehen sparen konnte. Das führte auch dazu, dass die Geburtenzahlen hochgingen, dass die Population immer mehr Menschen auf einer Fläche lebten und man aber dann die alte Lebensweise, wie man jagt und so weiter, Karel hat es ja gesagt, das ist ja auch schon anspruchsvolles Wissen, das ging dann diese Technik einerseits vergessen, andererseits war kein Platz mehr, man konnte dann nicht mehr zurückkommen. Und dann kommen eben die ganzen Probleme dieses neuen Lebensstils dazu und das sehen wir in der Archäologie an den Skeletten. Erstmal, die Landwirtschaft war, wie eben Genesis das erzählt, wirklich Schuften im Schweiße des Angesichts. Wir sehen an den Skeletten allein diese Höckerfacetten, also die Menschen haben, vor allem die Frauen, stundenlang Mehl gemahlen. Wir sehen, dass damals Karies überhaupt erst uns wirklich gepeinigt hat, weil die eine totale Ernährungsumstellung hatten auf stärkehaltige Sachen. Die haben in dieser Zeit, das kann man an den Isotopenanalysen feststellen, kaum Fleisch gegessen, also komplette Ernährungsumstellung. Stärkehaltig, Paradies für Karies-Bakterien. Mein letztes Buch, das aktuelle, das ich ja mit einem Archäologen zusammengeschrieben habe, Harald Meller, das Rätsel der Schamanin, da geht es um eine der letzten Jägersammlerinnen in Europa, 9000 Jahre alt, und deren Zähne sind makellos. Wir haben das ja noch alles neu untersuchen lassen und im Uniklinikum sagten die, so schöne Zähne haben nicht alle unsere Patienten. Während bei den Bauern, wenn man sich Bauern Skelette, Schädel ansieht, die Zähne sind zerfressen von Karies und. Man sieht, dass die ersten Bauern auch, die wurden kleiner, die waren nicht mehr so groß wie die Jägersammler. Der ganze Ernährungszustand war schlechter. Viele Gründe, oder wir haben gerade Corona, eine Pandemie hinter uns, wo ein Erreger von Tieren auf Menschen übergesprungen ist. Das ist damals in Hülle und Fülle passiert, weil die Menschen zum ersten Mal dauerhaft, vom Hund jetzt mal abgesehen, aber dauerhaft mit Vieh eng zusammengewohnt haben. Und damals sind viele Zoonosen, also Erreger, sind von den Haustieren auf die Menschen übergesprungen. Und am Anfang sind die dann natürlich noch besonders virulent, tödlich. Und das hat sich dann, weil die Leute dicht auf dicht wohnten, jetzt auch sehr schnell zu Krankheiten entwickelt. Wir sehen, ansässige Bauern sind ja an Grund und Boden gebunden.
Das führt einmal dazu, dass sie viel anfälliger, verletzlicher sind für Naturkatastrophen, Dürren, Fluten, all diese Sachen. Und Jäger-Sammler konnten einfach immer weiterziehen, waren viel flexibler. Jetzt kommt eben das Hauptproblem, dass eben die Bauern auch anfingen konnten, Vorräte anzulegen. Und das ist ganz entscheidend. Also auch das Privateigentum an Land wurde dann später erfunden. Das führte dazu, dass man sich nicht mehr auf die anderen verlassen musste, weil man konnte jetzt seine eigenen Vorräte anlegen. Das führte wiederum dazu, dass wer Vorräte hatte, ja, das weckt natürlich Begierden anderer. Da kann man ja anstatt selbst anzubauen, dann stibitzt man da was oder raubt was. Also das heißt, in dieser Zeit fangen die ganzen Konflikte an, die sich dann potenzieren, bis hin zu Kriegen gehen. Kriege im eigentlichen Sinne gibt es auch erst ab dem Neolithikum. Wir sehen, all diese Probleme treten mit dieser kompletten Lebensänderung ein. Und all diese Probleme eigentlich, oder die meisten, mit denen wir uns heute noch herumschlagen haben, mit dieser Lebensumstellung zu tun. Und das war ja auch das, was wir im Tagebuch der Menschheit sehr, sehr ausführlich gezeigt haben, dass eben die Bibel sehr schön auch die Versuche der Menschen dokumentiert, sich in einer Welt einzurichten, die komplett anders ist als die, in der sie ursprünglich gelebt haben. Also jetzt auch aus evolutionärer Sicht kann man sagen, wir leben tatsächlich alle jenseits von Eden. Wir leben in einer anderen Welt als die, für die wir in Anführungszeichen gemacht wurden. Und das Problem ist, und dann, das ist wieder Karl, dass die Frauen tatsächlich unter diesen neuen Dingen besonders schwer leiden und dass eben dann dieser Straffluch oder diese auf Eva viele Kinder schmerzhaft und Erfindung des Patriarchats. Aber das ja, das wollte ich gerade noch sagen, dass Genesis kann man historisch lesen und dann ist vieles, was drinsteht, richtig. Auch zum Beispiel bei mir war es so, als ich gelesen habe, und unter Schmerzen wirst du gebären. Wirklich. Wieso wussten die das? Denn wir wissen es jetzt archäologisch, dass das stimmt. Und auch jetzt noch, wenn wir jetzt zu den nomadischen Jägern und Sammlern gehen, dann liest man häufig, ja, ich bin mal rausgegangen, da kam ich zurück mit meinem Baby. Was? Ja, meine Frau hat sie immer 36 Stunden gedauert. Und mit viel Hilfe und so weiter. Also da ist wirklich mit der anderen Ernährung, der anderen Bewegung und so weiter. Und ein bisschen gefiltert wurden wir auch. Jäger und Sammler sind meistens ganz dünn. Da entstehen diese Probleme. Sie haben auch viel mehr Kinder bekommen, genauso wie Kai schon gesagt hat, steht alles in Genesis. Und die Bestrafung. Warum haben sie mehr Kinder bekommen als Jäger und Sammler? Das hat auch mit anderen Ernährung zu tun, einfacher Abstillen, insbesondere mehr Stärke. Da sieht man, dass diese Sachen und auch ein anderer sogenannter Body Mass Index, das sieht man bei Menschen heutzutage auch. Also das alles passt sehr schön zusammen mit was da steht. Also wie Kai gesagt hat, der Rest der Tora ist dann, also Genesis beschreibt alles, was schiefgegangen ist nach der Schöpfung. Und dann danach kommen all diese Lösungsansätze basierend auf ihren einzigartigen Erklärungsmodell, nämlich ein Gott bestimmt alles. Da muss die Welt natürlich perfekt vorhersagbar sein, aber da kommen wir noch mal. Der ganze Prozess hat vor ungefähr 12.000 Jahren irgendwo angefangen und in den meisten Orten viel später. Also da wissen, wenn wir über 2 Millionen Jahren reden, natürlich unsere Afterthought. Der Mensch war schon längst da, bevor wir jetzt in diesen neuen Umständen geraten sind. Es hat aber die Frauen mehr getroffen als die Männer. Und das ist eigentlich, was wir jetzt nochmal untermauern. Das erste ist eigentlich schon erwähnt. Die gesundheitliche Zustand, der Zustand von den Frauen wurde schlechter. Denn sie haben viel schuften müssen, viel mahlen müssen und so weiter. Und man sieht, normalerweise sind bei Arten wie wir, wo die Männer größer sind als die Frauen, leben die Männer kürzer. Jetzt sind wir wieder da. Bei den Jägern und Sammlern auch. Aber wenn wir jetzt bei den frühen Ackerbauern und so weiter schauen, also das ist Archäologie, sieht sogar ein bisschen umgekehrt aus. Vielleicht ist es nicht ganz umgekehrt, aber der Unterschied ist weg, weil die Frauen weniger gut überlebt haben. Das ist der erste Schlag. Und die Bibel hat ja recht im Sinne, dass das ständige Gebären
viel mehr als bei den Jägern und Sammlern und unter diesen riesigen Schmerzen und so weiter und bei hoher Frauensterblichkeit natürlich auch, hat dann angefangen. Das ist natürlich auch nicht gesundheitsfördernd, sagen wir mal. Das Zweite hat Kai auch schon angezündet. Die soziale Organisation hat sich geändert. Denn wenn man Vorräte hat, dann kommen Leute sich gerne bedienen. Teilweise auch benachbarte Jäger, Sammler, die da einfach Sachen rauben wollen. Das bedeutet, man muss Vorräte verteidigen. Das ist schon seit Primatenzeiten Männersache gewesen. Immer noch in fast allen Armeen der Welt nicht. Wir wissen, das ist Männersache. Die Frauen fördern das oder die unterstützen das, aber die Männer machen diese Arbeit. Das bedeutet, dass jetzt ganz intensiv diese sogenannte Patrilokalität entsteht. Das bedeutet, am Anfang der Landwirtschaft gibt es Hinweise, dass es eher matrilineal organisiert war. Denn alles Besitz war kommunal. Die Landwirtschaft ist ja eigentlich von den Frauen erfunden. Das ist ja eine Art Sammeln am Anfang. Und die haben sich matrilineal organisiert. Das ändert sich, sobald die Dichten größer werden. Wir können das auch ethnografisch jetzt noch einordnen. Wenn die Dichten zu hoch werden, dann kommen die Kriege, die Überfälle und so weiter. Und muss man sich verteidigen, dann bleiben die Söhne dort, wo sie geboren sind, um eine kleine Verteidigungsgruppe zu bilden. Das nennt man in der Anthropologie Patrilokalität. Das ist logisch, nicht? Die Konsequenz ist aber, dass die Töchter, die in einem Dorf, denn jetzt haben wir Dörfer, feste Ansiedlungen, die vielleicht haben sie Landwirtschaft, die ein bisschen rumgeht, Shifting Agriculture, sorry, egal. Aber sie haben Dörfer. Die Töchter müssen jetzt, die Dörfer sind klein, die müssen in andere Dörfer einheiraten, denn man vermeidet ja Inzucht, das machen alle Tiere, das hat man früher nicht so auf dem Radar gehabt, aber jetzt wissen wir, dass das ist gang und gäbe. Und das bedeutet also, jetzt kommt die Konsequenz, die Frauen kommen in einer anderen Situation, wo sie keine Verwandte haben, vielleicht eine Entfernte, aber nicht mehr so wie vorher, wie bei den Jägern und Sammlern, dass alle irgendwie Verwandte haben, die für sie einspringen können. Ja, die erste Strategie war ja Allianzbildung. Das ist jetzt nicht mehr gegeben. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter, denn jetzt wird Privatbesitz oder Eigentum wird erfunden, könnte man sagen. Die Vorräte sind jetzt nicht mehr kommunal, das Land ist nicht mehr kommunal, sogar die Häuser sind nicht mehr geteilt. Wir haben jetzt Höfe, nicht? Und da sind Clans, haben so einen Hof, die Männerclans. Und wenn sie erfolgreich sind, dann können sie sich ausbreiten, wenn nicht, dann haben sie Pech. Und die Frauen werden jetzt nicht mehr, weil es Privatbesitz gibt, die werden jetzt nicht mehr einfach so aneinander verheiratet, nicht für ein kleines Geschenkchen, die werden gekauft. Die Ware wird Ware, sagen wir dann. Nicht? Und das bedeutet also, dass sie nicht nur in eine Gesellschaft kommen, in eine Gruppe kommen, wo sie keinen kennen, aber auch noch, dass sie dort keine Rechte haben, denn sie sind verkauft worden. Und wenn sie zurück wollen, es geht nicht, dann muss das irgendwie wieder geregelt, das Geld ist schon weg. Geld entsteht auch, aber dann, wenn es Kühe oder Schafe sind, geht auch. Und das Allerwichtigste ist, dass die Frauen werden, die müssen jetzt Erben produzieren. Weil dieses Besitz in diesen großen Höfen muss natürlich weitergegeben werden in die nächste Generation. Und sie können raten, für welches Geschlecht das Weitergeben dann gedacht ist. Sind die Männer. Weil es ist patrilineal organisiert, also die Männer. Und es gibt eine ganz, leider ganz banale biologische Erklärung für dieses Phänomen. Das nennt man in der Biologie Bateman's Principle. Der Name soll egal sein. Aber es hat damit zu tun, dass wir eine interne Befruchtung haben und dass Frauen lange Zeit sich nicht fortpflanzen können, weil sie entweder schwanger sind oder Milch stillen, also Milch produzieren. Bei Männern ist das nicht der Fall. Das bedeutet also, dass ein Mann, wenn er viele Frauen nimmt, Unmengen Kinder produzieren kann. Eine Frau, die viele Männer nimmt, kann nicht viel mehr Kinder produzieren, als sie sonst produziert.
Bei den Jäger Sammler spielt das alles keine Rolle. Da waren die Männer so beschäftigt mit Kindern helfen, aushelfen und so weiter. Da konnte ein Mann sich nicht mehrere Frauen leisten. Es gibt Ausnahmen, die kann man gut erklären. Aber jetzt, wo das Land ernährt die Frauen, die arbeiten selber. Also wenn ich ein reicher Mann bin und ich habe eine Riesenmenge Land und ich habe auch die militärische Macht, um das Land zu verteidigen, dann kann ich mir viele Frauen leisten. Und man kann sehen, wie das entstanden ist, also wo dann diese Landwirtschaft intensiv ist, entstehen nach einiger Zeit Staaten oder Chiefdoms hat es geheißen zuerst, also wo wichtige Männer sind, die immer mehrere Frauen haben. Und das bedeutet auch, dass andere Männer keine Frauen mehr haben. Also nicht nur die Frauen sind Opfer, auch viele Männer. Aber für die Frauen bedeutet jetzt, sie sind Brutmaschinen und sie müssen männlichen Erben produzieren, sonst sind sie wertlos. Und das ist einfach, diese mächtigen Männer haben natürlich alle Gesetze geliefert, die haben alle Regeln in eine Gesellschaft aufgestellt. Und jetzt sind wir gelandet beim Patriarchat. So nennt man das in der Anthropologie. Ich weiß, auf der Straße hat es oft ganz andere Bedeutungen, aber technisch gesehen ist es eine Situation, wo die Männer bleiben, wo Erbrecht in der männlichen Linie ist und wo alle Gesetze und Regeln für die mächtigen Männer da sind und die Frauen diskriminiert werden. Also das sind die drei Gründe, wieso mit dieser Sündenfall, der Erfindung der Landwirtschaft, ohne dass jemand es gemerkt hat, einige tausende Jahre später plötzlich so eine Situation entsteht, wo die Frauen wirklich zweiter Rang sind. Das ist ja auch die Zeit, in der eben Arm und Reich quasi erfunden werden. Wir haben gehört, Jäger, Sammler, sehr egalitär, sehr gleich, die hatten keinen Besitz und die Möglichkeit jetzt durch die Neuerfindung des Eigentums, dass eben dann einzelne Individuen eben in aller Regel Männer konnten das monopolisieren. Die soziale Schere ging enorm auf. Frauen haben am meisten drunter gelitten, aber natürlich auch extrem viele Männer, weil das ist ja die Entwicklung, die wir dann in den frühen Staaten sehen, wo sich die Könige, Pharaonen wirklich göttergleich inszenieren, während die da unten dann für sie Steine schleppen müssen, schuften, Sklaven in Kriegen erbeutet werden. Und das ist dieser ganz große Prozess. Wichtig ist, das bedeutet, dass das Patriarchat, wie Karel es gerade beschrieben hat, ist keine Erfindung der Religion. Weil das gab es ja, es gab auch immer die These in den 80ern, war das ja auch sehr populär, wo es ja dann hieß noch, Jahwe sei der Töter, der die großen Göttinnen und so weiter und so fort das Patriarchat beendigt. Nein, also die Religion hat damit erstmal gar nichts zu tun. Wir sehen weltweit überall dort, wo intensive Landwirtschaft betrieben werden kann, wo also große Überschüsse erwirtschaftet werden können, die dann von Männernetzwerken monopolisiert werden, gegen andere verteidigt werden, haben wir patriarchale Verhältnisse. Das ist einfach diese Lebensweise, die dazu führt. Was aber dann die Religion tut und eben vor allem der Monotheismus, ist, dass er dem Patriarchat den göttlichen Segen erteilt. Und das Spannende ist dabei, und das ist vielleicht dann auch jetzt, obwohl ich mir nicht anmaße, irgendetwas über Gläubige oder so zu sagen, aber die gute Nachricht ist, geschah in der Bibel noch nicht mal aus einer frauenfeindlichen, nicht aus einer misogynen Absicht heraus, sondern eigentlich aus einer theologischen Logik heraus. Was man sich klar machen muss, vorher, man sieht ja diese Entwicklung in der Evolution der Religion von animistischen Glaubensvorstellungen mit vielen Geistern, entwickeln sich dann die Vorstellung an große Götter, parallel mit den ersten Herrschern und so weiter. Wenn man diese Welt, dann diese typische Götterwelt der Antike, die Sie alle aus der Schule kennen, da gibt es ja immer auch böse Götter, die verantwortlich sind für Krankheiten. Oder der Krieg um Troja, also dieses Leiden auf der Erde, ist ein Kollateralschaden, weil sich die Göttin gestritten hat, wer ist die Schönste. Und da kam mit dem Apfel und Helena und diese ganzen Geschichten. Also man hatte kein Problem zu erklären, warum es auf Erden drunter und drüber ging. Nur, wenn man überzeugt ist, es gibt nur einen einzigen Gott, und der dann auch noch, wie dann Genesis erzählt, sich ja wirklich was gedacht hat und ordentlich dann alles erschaffen hat und es auch für gut befindet,
dann hat man im Hier und Jetzt in der jeweiligen Gegenwart ja das Problem zu erklären, wie kommt es, dass die Welt leider nicht so ist, dass man sagen würde, die hat ein guter Gott eingerichtet. Da man aus dieser Logik natürlich nicht unbedingt sagen kann, ja, Gott hat dort Fehler gemacht oder sonst etwas, kann also die Schuld ja nur bei uns, bei den Menschen liegen. Und das ist ja auch das Faszinierende an der Genesis, dass, oder ich muss noch eins sagen, das heißt, die Menschen haben sich gewundert, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und die Bibel, die hebräische Bibel, das Alte Testament, als gerade diese Urgeschichte, das geht ja dann weiter mit, kennen Sie alles besser als ich, Kain und Abel, Sintflut, Babel und so weiter, dass sie dann erklären wollten, wie ist die Welt so geworden, wie sie jetzt ist, auch warum hat Israel sein Land verloren und diese ganzen Dinge. Und sie lebten in einer schon patriarchalen Welt. Und sie mussten also erklären, wie kann das sein, dass die Welt so ungleich ist, dass Frauen das zweite Geschlecht sind. Sie hätten sich ja einfach machen können und schreiben können, und dann schuf Gott den Männern die Frauen als Sklaven zur Seite. Steht nicht in der Bibel. In der Bibel, der erste Schöpfungsbericht, Mann und Frau werden von Gott gleich erschaffen. Das ist die Ursprungsidee der Bibel, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Dass dann dieses Ungleichgewicht reinkommt, hat ja nichts mit Gott zu tun, sondern, und das ist dann die männliche Meisterleistung der männlichen Bibelautoren, dass sie die Schuld an der Schlechterstellung der Frauen einer Frau in die Schuhe schieben. Und dann sind wir eben bei Eva. Weil sie erzählen ja eine historische Geschichte. Im Paradies war ja alles gut. Und wir sehen ja auch, die Genesis erzählt, im Garten Eden ist Eva ja die Hauptperson. Sie handelt aktiv. Sie gibt nichts auf Autoritäten. Jetzt, das soll jetzt nicht, also in Anführungszeichen, nur weil Gott ihr sagt, du darfst davon nicht essen, beschließt sie doch, ihr eigenes Urteil zu fällen. Sie spricht auch mit allen, also auch mit der Schlange, sie hört sich alles an, fällt dann ihr eigenes Urteil, greift dazu. Ihr Mann kommt, sie geht auch nicht zu ihrem Mann und fragt erstmal um Erlaubnis oder so. Nein, sie greift danach und macht das, was Jäger und Sammler auch immer tun. Sie teilt das, sie gibt sofort den Apfel weiter. Und auch spannend ist natürlich dieses Verbot, dass es jetzt einen Baum dort gibt, von dem man nichts mehr essen darf, für Jäger und Sammler ein Unding, weil die Vorstellung des Privateigentums gab es nicht, sondern es war einfach so, man hat immer was genommen und so. Deshalb fanden wir das auch sehr spannend, auch schon im Tagebuch der Menschheit, dass wirklich ein Eigentumsdelikt quasi am Anfang zur Ursünde der neuen Welt wird. Was ich sagen will, ist eben auch, dass eigentlich, dass es Eva die Protagonistin dieser Geschichte ist, dass das ja ein Kompliment der Bibelautoren ist. Weil wenn die ganz wirklich durch und durch patriarchal wären, dann hätten sie nicht Eva genommen, weil dann hätten sie ja gesagt, ja, eine Frau, die ist halt doof oder die macht sowas und so weiter. Aber die zeigt, es ist eben mit den Frauen schon eine extrem wichtige Sache. Und das Ganze wird dann eigentlich erst verständlich, wenn man ein bisschen die christliche Perspektive verlässt und sich überlegt, dass die Genesis ist ja die Auftaktgeschichte quasi der Tora, der fünf Bücher Mose, und die Hauptsache ist ja, sind die 613 Gebote, Verbote, das jüdische Gesetz. Und das wird ja in den danach folgenden Büchern Mose immer und immer wieder gesagt, dass diese Gesetze, wenn die hier von Gott erlassen wurden, wenn die eingehalten werden, leben wir in einer Welt des Friedens, der Gesundheit, dann wird alles gut. Aber wehe, du übertrittst dieses oder jenes Gesetz, dann strafe ich dich, sagt Gott. Das ist ja noch eine Welt, wenn man sich diesen Text anguckt, da gibt es noch kein Jenseits. Das ist, Gott straft ja im Hier und Jetzt. Das heißt, jede Krankheit, jedes Übel in der alten, im Alten Testament ist von Gott verursacht. Das, was Theologen den Tun-Ergehen-Zusammenhang nennen und deshalb ist die Eva-Geschichte quasi, wir nennen das schwarze Pädagogik, das ist quasi ein warnendes Beispiel, das die Geschichte klar macht, Gott geht es wirklich darum, dass man auf seine Gebote hört.
Wenn er sagt, davon sollst du nicht essen, dann musst du folgen, wie auch die anderen Gebote. Da steht ja alles Mögliche drin. Da steht ja drin, wie man seine Not doch verrichten muss, dass man auf Dächern einen Zaun aufrichten muss und all diese Sachen. Also christliche Rezeption ist ja eigentlich immer nur, nicht nur, aber vor allem 10 Gebote. Aber es gibt ja viel, viel mehr Sachen da drin, wo man sich auch damals schon fragt, ach, warum soll ich das tun und warum nicht? Und das ist klar eine warnende Geschichte, die zeigen soll, selbst bei den Menschen, die Gott am nächsten sind, weil er sie aus eigener Hand erschaffen hat, ihnen seinen Atem eingehaucht hat, kennt er kein Pardon, wenn die sich nicht daran halten. Vielleicht überzeugt sie das noch nicht, wenn sie aber dann weitergucken. Das ist die Auftaktgeschichte der Tora, also der 5 Bücher Mose. Wenn man ans Ende geht, haben wir dieselbe Geschichte. Warum stirbt Mose? Oder eigentlich muss ich sagen, warum muss Mose sterben? Weil es wird ja ausdrücklich gesagt, Mose war bester Gesundheit. Es wird ganz besonders betont, er war nicht krank oder er war nicht alt, sondern bester Gesundheit. Und er musste, wie Aaron vorher schon, sterben wegen der Sache mit dem Haderwasser. Ich weiß nicht, also die Sache mit dem Haderwasser ist ja, das Volk Israel zieht durch die Wüste, ist durstig, kein Wasser. Mose sagt zu Gott, was soll ich tun, mein Volk dürstet. Gott sagt, geh zu dem Fels und sprich 3-mal so und so. Ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. Und Mose macht das, aber er schlägt gleichzeitig noch mit dem Stab darauf. Das ist der Fehler. Das ist der Grund, warum Aaron und Mose sterben müssen. Der Grund ist eben auch, weil dieses Schlagen ist nochmal eine magische Tätigkeit, als müsste er selbst nachhelfen. Es ist ein Nichtvertrauen auf Gottes Gebot und ein nicht korrektes Befolgen dieses Gebot. Das heißt, wir haben als Alpha und Omega, dieses, also als Anfang und Ende dieser Geschichten, jeweils Geschichten, die zeigen, dass die Menschen unbedingt das göttliche Gebot und zwar in allen Details einhalten müssen. Ansonsten straft er selbst die, die er am meisten liebt. Weil das ist ja auch bei Mose, von dem er heißt. Und Mose hat mit ihm von Angesicht zu Angesicht gesprochen wie kein anderer Mensch. Also selbst dort. Also und insofern ist das einfach eine warnende Geschichte. Und das ist wieder der Punkt, der auch zeigt, dass deshalb am Anfang Eva, und es ist am Anfang eine Frau und am Ende ein Mann, auch wieder das Komplementäre, wie in der ersten Schöpfungsgeschichte, aber auch das ja im alten Israel, das sehen wir aus der Archäologie, dass es ja eine total bunte Glaubenswelt war. Man muss ja sehen, dass diese frühen Bibeltexte dann im Exil geschrieben wurden. Das war ja dann auch der Versuch, wie man mit den Niederlagen, mit der Vertreibung, mit der babylonischen Gefangenschaft und dergleichen umgehen wollte. Und man versuchte dann auch ein Konzept zu entwickeln, wie man das alles dem entgehen konnte. Und das war eine neue, in Anführungszeichen, neue Religion. Das erzählt ja auch der Exodus. Mose kommt mit dem neuen Gott und mit all den Gesetzen und das Volk murrt ja die ganze Zeit und will nicht folgen und das dauert ganz, ganz lange. Und das ist ja, was wir immer sagen, das Tolle an der Bibel, die dokumentiert diese Zweifel. Das ist ja, wir sagen ja deshalb immer wie ein Tagebuch, so ein, wo ja auch unterschiedliche Konzepte drin sind. Und deshalb muss Gott all diese Wunder tun, um das Volk zu überzeugen. Und spannend ist, immer wenn das Volk wieder abfällt, sind Frauen im Spiel. Miriam, die dann zu ihrem Bruder Mose sagt, ach, tu nicht so wichtig und wir wissen doch auch. Oder die Moabiterinnen und so weiter und so fort. Das heißt, in der realen Welt waren eben Frauen, die von diesem neuen Konzept des Monotheismus, weil Jahwe ja auch als Staatsgott begonnen hat, also mehr so in diesen herrschaftspolitischen Sphären zu Hause war, der jetzt auch deshalb jetzt für weibliche Probleme wenig zu helfen hatte, die blieben eher mal traditionell und die mussten unbedingt mehr überzeugt werden. Und deshalb steht am Anfang dieser Geschichte Eva als ganz warnendes Beispiel. Und wir sehen ja dann in der Bibel, dass Gott mit Frauen eigentlich kein Problem haben. Weil wenn sie ihm treu sind, seinen Regeln folgen, dann können Frauen Großes leisten. Deborah, deshalb all die Namen, Salome haben wir erst später jetzt, aber Sie kennen ja all die Geschichten mit Judith, die Holofernes den Kopf abschlägt und dergleichen.
mehr, genau, Miriam kritisiert Moses und so weiter und so fort und die Frauen protestieren. Das heißt, in der alten Welt Israels sehen wir, dass Frauen tatsächlich noch eine große Rolle spielen und vor allem wir sehen es, wenn wir ins Neue Testament, in die Evangelien gucken, in die Jesusbewegung, die ja ohne Frauen nicht denkbar wäre. Genau. Und man könnte ja schon behaupten, dass das Alte Testament ziemlich viele misogyne Elemente enthält. Aber wenn man jetzt die Evangelien anschaut, dann sieht man ein total anderes Bild. Und auch die historische Forschung rund um der Jesusbewegung hat gezeigt, dass da wirklich Frauen eine große Rolle gespielt haben. Und ich habe mal eine Liste gemacht, so ein Checklist, wie man sehen kann, dass die Frauen da in der Jesusbewegung, als sie noch aktiv waren in Palästina damals, eine große Rolle gespielt haben. Und wie sie eigentlich wiederentdeckt haben, wie man als Jäger-Sammler lebt und wie man dieses Ethos noch austragen kann. Zum Beispiel, sie haben herumgezogen, wie Jäger-Sammler. Sie waren nicht sesshaft. Frei wie die Vögel, steht irgendwo. Sie haben nichts angebaut, sie haben kein Vieh gehalten, sie haben nur Fische gefangen, auch wieder wie Jäger-Sammler. Man könnte sagen, sie haben ein bisschen gesammelt. Privatbesitz, um die Bewegung beizutreten, musste man ja aufgeben. Und Jäger-Sammler kennen auch keinen Privatbesitz. Wenn jemand ganz reich war, stand er eigentlich unter Generalverdacht. Sie kennen die Kamelgeschichte, also. Sie wissen, dass wenn man in diesen Umständen damals reich war, dann hat man das nicht wahrscheinlich ehrlich verdient. Sie haben großen Wert gelegt auf gemeinsam Sachen machen. Gemeinsames Essen war sehr wichtig, gemeinsames Trinken war sehr wichtig, genau wie bei den Jägern Sammlern. Sie haben ja kein elektrisches Licht oder überhaupt kein Licht. Also sie haben da endlos ums Feuer gesessen und geredet, getrunken und Geschichten erzählt insbesondere, genauso wie dort. Und weil das Teilen, das immer alles teilen wollen, wahrscheinlich damals ziemlich ungewöhnlich ist, könnte man sogar die Vermehrungswunder so erklären, dass da irgendwie jemand noch etwas in der Tasche hatte und alles zusammen und dann plötzlich kann man viel mehr Leute ernähren, als wenn man nur an eine Person denkt. Jesus hat auch redet nicht gut über Familien, das haben wir auch gemerkt. Er hat eine Gruppe um sich herum gesammelt, wo es einfach keine Kernfamilien gab. Es gab eine Gruppe, wie bei den Jägern und Sammlern. Und was auch sehr wichtig ist, wie ich schon betont habe, in diesen nomadischen Leuten, es gab keine Hierarchien, es gab keine Anführer und so weiter. Und Jesus hat immer verneint, dass er so ein Anführer war. Und er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und nicht umgekehrt, hat er nicht zugelassen. Also man sieht, er war ganz antihierarchisch, genauso wie in diesen kleinen Gruppen der Jäger und Sammler. Und wie dort, weil man eine Gruppe zusammenhalten muss und das Kollektiv ungeheuer wichtig ist, muss man, wenn mal etwas falsch gemacht wird, muss man eine Versöhnung hinkriegen, denn die Gruppe braucht allen und man muss deshalb auch verzeihen können. Und Sie kennen alle die Geschichte der Ehebrecherin und dann wissen wir auch, wie versöhnend und verzeihend die Jesusbewegung, zumindest in ihren Haltung war. Man hat sogar feststellen können, das ist sicher in dieser Zeit ganz ungewöhnlich, dass es nicht so ethnozentrisch war, als die Religionen damals alle waren. Und dass zum Beispiel die kanaitische Frau, die um ein Wunder, eine Heilung gebeten hat, die er erst abgelehnt hat, die Frau hat es trotzdem gemacht. Und dann, wir sind doch alle Menschen. Das kommt bei Paulus natürlich später viel im Galatäerbrief viel genauer zurück. Aber man sieht, inklusiv, da fängt man schon über die, schaut man schon über den Tellerrand des kleinen Gruppen hinaus. Und vielleicht das Allerwichtigste, wer war bei der Kreuzigung dabei? Wer war bei der Wiederauferstehung dabei? Also es ist klar, wie gesagt, auch historisch belegt, die Frauen waren in der Jesusbewegung gut repräsentiert. Und was vielleicht das Erstaunlichste ist von unserer
kulturell-historischen, evolutionsbiologischen Ansatz ist, dass diese Gruppen haben die Idealen gelebt, die man auch bei Jäger-Sammler gefunden hat, wie über diese 2 Millionen Jahre sich ausgebildet haben und dann was wir jetzt Intermezzo nennen, von der intensiven Landwirtschaftszeit verloren gegangen sind, die wurden wiederentdeckt. Also eine unglaublich idealistische, man könnte sagen hippieartige Bewegung. Man könnte auch sagen die ersten Kommunisten, je nachdem, wie man es nennen möchte. Aber schon etwas Neues, das es vorher nicht gegeben hat. Und auch nicht so lange Bestand hatte, denke ich. Genau, vielleicht nochmal, also wir scherzen im Buch auch, dass Jesus eigentlich einen Platz in der feministischen Ruhmeshalle verdient hat. Und die Frage ist natürlich, was ging danach schief? Weil wenn man sich überlegt, dass also Jesus predigt Armut, er predigt Gleichheit und er ist ein Frauenfreund. Und noch heute, Entschuldigung, die katholische Kirche ist vielleicht die reichste, aber sicher eine der reichsten, die hierarchischste und wohl, glaube ich, auch frauenfeindlichste Institution der, jetzt können wir überlegen, ob wir Menschheitsgeschichte des Westens oder was auch immer, aber Sie wissen, was ich meine, da gibt es irgendwas, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Das ist auch wieder eine Sache, die aus christlicher Perspektive immer so ein bisschen, oder wo man nicht drauf geguckt hat, weil man natürlich versucht hat, diese Kontinuität zu zeigen. Aber es ist ja sehr offensichtlich, dass wir es mit einem gewaltigen Bruch zu tun haben, dass ja die eigentliche Jesusbewegung ausstirbt in Jerusalem. Das hat dann viel mit dem jüdisch-christlichen Krieg zu tun. Die Jünger sind dort geblieben und dergleichen. Dann wird diese Lehre in eine komplett andere Welt transferiert, in die griechisch-römische Welt, von einem Apostel, der vielleicht, oder wir stellen die These auf, deshalb der erfolgreichste war, weil er am weitesten von Jesus entfernt war. Paulus kannte Jesus nicht. Er kommt aus der griechischen Welt, römischer Bürger, aus einer zutiefst patriarchalen Welt. Und das ist eben dieser ganz entscheidende Faktor, dass diese jüdisch-frühchristlichen Ideen des Jesus von Nazareth kommen eben aus einer Region, die in dieser Zeit unter Fremdherrschaft stand, die keinen eigenen Staat hatte, in der eben in diesem Chaos und diesem Leid viel, viel möglich war, es noch Freiräume gab, was man auch sonst aus Kriegen kennt, also wenn Not, Zweiter Weltkrieg und so weiter, alles dann, wo Frauen dann auch eine wichtige Rolle, weil die alte Ordnung ist weg, dann sind Frauen, die das Ganze irgendwie am Laufen halten. Wer haben die Städte nach dem Krieg aufgebaut? Frauen. Und das heißt, in dieser Welt, wenn die Möglichkeit da ist, sehen wir überall starke Rollen von Frauen. Nun wird diese Lehre aber nach Griechenland und Rom transferiert. Wie gesagt, eine viel, viel patriarchalere Welt. Wir zeigen auch in Eva, warum das der Fall ist, aber dort mit funktionierenden Staatswesen und dergleichen mehr. Spannend ist, dass die Paulusbewegung dann, oder Paulus am Anfang sehr erfolgreich ist, weil er ein Kernelement Jesus übernommen hat, nämlich die starke Rolle der Frauen. Wir sehen ja in den Gemeinden die ganzen an die Liebe, genau, all diese Sachen, die ich jetzt eben wegen der Jahre nicht mehr ganz präsent habe. In dieser Anfangsgemeindearbeit spielen Frauen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum diese Bewegung so attraktiv ist. Aber das ist eine patriarchale Welt, das lesen wir ja auch dort. Das sorgt natürlich für Gerede. Es wird natürlich, weil neue Bewegung, man sagt, oh, da die Frauen dürfen mit und es gibt Vorwürfe, Orgien und die haben ihre Haare und all diese ganzen Sachen. Das heißt, die Lehre muss angepasst werden an diese patriarchalen Umstände, weil sie sonst in dieser neuen Welt gar keinen Erfolg hätte. Es ist eben der eine grundsätzliche Wandel, dass eine Lehre aus diesem Kontext, einem ganz anderen gesellschaftlichen Kontext, in eine ganz andere Welt transferiert wird. Dort verschmilzt sie natürlich mit dem griechischen Denken. Die frühen Kirchenväter haben natürlich alle griechisch gesprochen, waren alle griechisch gebildet, waren belehrt in der ganzen Philosophie. Und diese ganze Philosophie war natürlich auch von Plato bis Aristoteles, auch mit dieser frühen Wissenschaft,
patriarchal bis ins geht nicht mehr. Spannend dort, dass die ja mehr essentialistisch mit Aussagen über die Natur der Frau gesprochen hat und die aber genauso, weil sie patriarchale Welt waren, die macht dann den Fehler, was wir immer Kulturblinden nennen, weil die denken, dass die Welt, in der sie gerade leben, dass die normal ist, dass es immer schon war. Und das wollen sie erklären. Und sie argumentieren nicht mit Gott, sondern mit der Natur. Sie sagen eben von der Biologie her seien Frauen eben minderwertige oder nicht voll mangelhafte Männer. Frauen, das Blut sei nicht so heiß und so weiter und so fort. Und deshalb die Blutung bei den Frauen, während weil die Männer höhere Temperaturen haben, deshalb eher das Sperma, was quasi dann gesiedetes Blut ist. Und all diese Lehren gab es dort. Und das verschmilzt miteinander. Und der dritte Punkt ist natürlich ganz entscheidend. Wir haben ja das erste Buch, das Tagebuch der Menschheit, geschrieben. Und warum schreibt man Tagebuch? Weil man Probleme hat, weil man unter dem Leben leidet und dergleichen mehr. Und aus unserer Perspektive, was wir vorhin schon gesagt haben, dokumentiert dieses Tagebuch ja auch die Versuche von Menschen im alten Israel in einer Welt, die besonders von anderen Mächten heimgesucht wurden, Strategien zu entwickeln, wie man in einer Welt des Friedens leben kann. Also es war ein Tagebuch der Schwachen, das sich eine friedliche Welt gewünscht hat, unabhängig von den Despoten und dergleichen mehr. Und das wechselt jetzt die Seiten. Das gerät jetzt quasi in die Fänge der Macht. Das, was wir vorher war, streckenweise, was wir eine Religion von unten nennen, das wird jetzt Religion von oben. Und es war ja nicht so, dass Konstantin zum Christentum übergegangen sei, weil er so begeistert von der Barmherzigkeit dieses komischen jüdischen Wanderpredigers, den seine eigenen Untertanen vor einigen Generationen haben hinrichten lassen. Nein, er hat in dieser monotheistischen Lehre, dass es nur einen einzigen Gott gibt, die perfekte Herrschaftslegitimation gesehen. Weil wo nur ein Gott ist und man ein Herrscher ist, der sich auf diesen Gott berufen kann, ist natürlich die perfekte Legitimation. Deshalb greift ja dann auch Konstantin durch und dann kommen diese ganzen Dogmen, das einfach dann, weil er dann merkt, oh, dieses frühe Christentum ist ja noch total pluralistisch, die streiten sich ja noch über all diese Sachen und er ist derjenige, er braucht natürlich gute Herrschaftsstrukturen, insofern setzt er dann diese ganzen Dogmen durch, die ja, was ich jetzt wirklich sagen muss, wir haben hier ganz, ganz viele Veranstaltungen im kirchlichen Kontext, reformiert, protestantisch, katholisch gehabt, Trinität und so weiter, solche Dinge. Die meisten Christen verstehen gar nicht, was das genau ist. Ist so. Wir haben Weiterbildung für reformierte Pfarrerinnen und Pfarrer, die jetzt vielleicht nicht ganz so bibeltreu sind, aber die mit diesem Konzept das nicht wirklich verstehen. Und das Spannende ist, das sind Dinge, die gar nicht in der Bibel stehen. Auch Allmacht Gottes ist eine griechische Idee, steht nicht in der Bibel drin. Ähnliche Sachen, Dreifaltigkeit steht auch nicht in der Bibel drin und dergleichen Dinge. Das heißt, in dieser Welt gerät ihm das Tagebuch der Schwachen in die Hände der Macht. Und das ist ja der Punkt, Zeitpunkt, an dem die Arbeit an diesem, was wir immer metaphorisch Tagebuch nennen, aufgegeben wird. Weil vorher, das Schöne war ja, jede Generation hat neue Konzepte entwickelt, weitergeschrieben und die alten Sachen nebenher stehen lassen. Wir haben ja jetzt schon gesehen, wir haben ganz viele Gottesbilder in der Alten und im Neuen Testament, obwohl die beiden sich auch sehr überschneiden. Und das Schöne ist, warum wir sagen, es ist eine total pluralistische Schrift, sie lässt diese Sachen nebeneinander stehen, weil es dokumentiert die Suche der Menschen nach Gott. Ab jetzt wird es eben kanonisiert, man darf nicht mehr weiterschreiben. Es wäre spannend, wenn das weitergeschrieben würde. Heute würden wir vielleicht über das Siebte Testament diskutieren, anstatt so ein komisches Buch da von uns geschrieben. Nein, also dies hier von uns. Man sollte zwischendurch keine schlechten Scherze machen, das bringt einen einen roten Faden verlieren. Nein, also es wird kanonisiert. Es wird dann erst zur Heiligen Schrift erklärt, zum Wort Gottes. In der Bibel, da steht nirgends, dass es das Wort Gottes sei. Das ist nie die Aussage. Und ab jetzt wird jeder Zweifel daran untersagt und es ist eben dann quasi ein Herrschaftsinstrument.
Ich wollte die Überleitung, aber ich glaube, du hilfst mir jetzt wie immer aus der Not. Genau, denn was ist jetzt das? Jetzt ist es ein Paradox, nicht? Aus der Jesusbewegung, ganz farbenfroh, also, ganz genau. Egalitär, entsteht diese ganz hierarchische Kirche. Genau, aber ja, nicht nur das, wichtig, gerade noch den letzten Gedanken, weil, nein, der ist wirklich zentral, weil was wir gesehen haben durch diese Transformation, es verschmelzen verschiedene Sachen. Einmal diese biblische, jüdisch-frühchristliche Tradition, die dann diese Eva-Tradition, Eva wird erst in dieser Zeit umgedeutet. Ich habe vorhin dieses jüdische oder dieses Genesis-Eva-Bild und jetzt erst wird, weil Eva ja nicht mehr, die frühen Christen hat es, das Gesetz ja keine Funktion mehr. Das ist ja auch quasi die jüdische Lehre, wechselt dann ins Christentum und wird des Gesetzes entkleidet. Und das macht es ja dann erst anschlussfähig. Also insofern braucht man sie jetzt nicht mehr als warnende Gestalt. Und dann wird sie ja erst eigentlich aufgeladen. Dann kommt eben Paulus, der plötzlich erzählt, die Frau sei Abglanz des Mannes, Eva. Was Genesis sagt es nicht. Also, und dann kommen die ganzen Dinge, wo dann plötzlich Eva als Instrument des Teufels entsteht. Die Schlange wird zum Teufel und diese ganzen Dinge. Und dann kommt diese ganze Misogynie, dieser Frauenhass, der aus der griechischen Welt war, in das frühe Christentum. Und jetzt wird erst wirklich Eva verteufelt und Frauen eben ja bis in die jüngste Vergangenheit immer als warnendes Abbild gezeigt. Ich saß mit der ersten promovierten katholischen Professorin Helene Schüngel-Straumann zusammen auf dem Podium und die sagt, als sie ein Kind war, ein kleines Mädchen, und als sie in den Spiegel guckte, sagte ihre Mutter noch zu ihr, guck nicht tu nicht so wie die eitle Eva und diese ganzen Sachen. Und insofern ist dann dieses eine, das zweite ist dann die griechische Philosophie und Wissenschaft. Diese drei Dinge, die Welterklärungssysteme, sagen alle, Frauen seien das zweite Geschlecht, entweder von Gott oder von Natur aus schlecht. Und das schreibt sich dann tief in die Kultur des christlichen Abendlandes ein, prägt die ganze Malerei, die ganzen Geschichten, die ganze Literatur, die ganzen Theaterstücke später, Musik und so weiter und so fort und setzt sich in bis den letzten Winkel unserer Kultur fort. Und das führt dazu, dass natürlich heutzutage wir in Sachen Emanzipation, hoffe ich, große, große Fortschritte gemacht haben, aber dass wir natürlich überall noch mit vielen, vielen Restbeständen zu kämpfen haben, weil viele Dinge noch patriarchal kontaminiert sind. Und jetzt eben, Karel, die Frage, wie hat man es trotzdem so weit oder wie haben es die Frauen geschafft, sich daraus zu befreien. Und das ist ja wirklich das Rätsel. Wir haben diese hierarchische Institution und unglaublich misogyn. Das ist alles angereichert worden nach der biblischen Zeiten. Dann reden wir noch nicht mal über die Sexualfeindlichkeit, die mit Augustinus Eintritt bekommt. Und trotzdem leben wir jetzt in einer Zeit, wo diese Geschichten, die wir gerade gehört haben, die ganz lange her tönen. Da ist natürlich vieles passiert und das sind unglaublich komplexe Prozesse, wie immer in der Geschichte. Viele Faktoren spielen eine Rolle. Aber Sie erinnern sich vielleicht an die drei Strategien am Anfang. Die sind eigentlich jetzt auch wieder im Spiel. Denn mit dem aufkommenden Bürgertum und Bildung der Frauen sieht man, dass eine Frauenbewegung entsteht, die sich austauschen und Aktivistinnen werden, könnte man sagen. Und das sind dann die Allianzen, die wir früher gesehen haben, die können wiederhergestellt werden. Und das bedeutet, dass es ist ein Teil einer allgemeineren Bewegung natürlich, erstmal die Sklaverei, dann Frauenrechte und natürlich jetzt Dekolonisierung und so weiter. Also das ist eine allgemeine Bewegung, die sich irgendwie unabhängig von der Religion entwickelt hat und heutzutage von der Religion unterstützt wird, meistens, dass da die Frauen ihre Allianzen neu entdecken und daraus eine Machtquelle bilden. Die zweite Strategie war ja ihre ökonomische Autonomie. Die Frauen haben ja in jeder Sonderzeit einfach mehr oder weniger gleichwertig Nahrung eingebracht. Mit den Kriegen sehen wir, dass Frauen, das wurde schon erwähnt, Männerrolle übernehmen und das eigentlich ziemlich gut machen. Und dass sie nach dem Ende des Krieges, das sieht man historisch überall, dass sie sagen,
Das gefällt mir eigentlich gut. Ich bin jetzt jemand, ich habe einen Wert und so weiter. Und die wollen das dann nicht mehr aufgeben. Und heutzutage natürlich, meine, Sie kennen das schon, in der jüngeren Generation ist das Männer und Frauen beide auf Teilzeit, aber beide Arbeit haben, bezahlte Arbeit haben, ganz normal geworden. Also da sieht man, das bedeutet auch, dass die Machtverhältnisse innerhalb einer Ehe eher ausgeglichen werden als früher, wo die Frau nicht arbeiten konnte und eine Trennung bedeutet hatte, tiefe Armut. Also da sehen wir auch, dass da eine Entwicklung stattfindet. Und dann die dritte Sache ist diese sogenannte sexuelle Autonomie. Das muss man vielleicht nicht allzu buchstäblich nehmen, aber mit der Geburtspille hat sich natürlich in, was ist es, 60 Jahre her, ungefähr 65, 70 Jahre, hat sich viel getan im Sinne, dass man nicht nach einem etwas, was passierte, plötzlich lebenslang verurteilt wurde, um mit einem jemandem das Leben zu teilen, wo man eigentlich dann nicht ganz damit geplant hat. Im Allgemeinen sehen wir also im Mitten und Westen Europas, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat in den letzten paar hundert Jahren, seit der Aufklärung mit den Idealen der französischen und amerikanischen Revolution und so weiter. Diese ganze Entwicklung eigentlich wieder Richtung Ethos, Werte der Jäger-Sammler. Das sage ich jetzt so, man kann auch besser sagen, der menschlichen Natur. Oder man kann sogar sagen, wie es in der Bibel steht, denn die Bibel ist ja für uns eine Entdeckungsreise nach der menschlichen Natur, die wieder zu entdecken. Ob man das jetzt Gott nennt oder was anderes, das ist von uns, für uns als Nichtgläubigen eigentlich das Gleiche. Man kann es so lesen, man kann es auch ruhig anders lesen. Damit haben wir echt nur Probleme. Wir wollen nicht die eine Erklärung mit einer anderen ersetzen. Aber der Punkt ist, dass eigentlich unser Hauptpunkt ist, dass die Diskriminierung der Frauen nicht Gott gewollt ist, das hat Kai, glaube ich, klar dargestellt, nicht von der Natur gewollt ist, das habe ich versucht darzustellen, indem es diese Parität gab bei den Jägern und Sammlern, genauso wie bei anderen Menschenaffen und anderen Affenarten, wo Männchen größer sind, dass es aber eine Konsequenz ist von einer kulturellen Entwicklung mit Subsistenz, hat es zu tun mit Erfindungen wie Eigentum, Vererbung und so weiter, die man aber jetzt irgendwie versteinigt hat, könnte man sagen, fossilisiert ist und religiöses Gutstempel bekommen hat natürlich. Aber weil es kulturell ist, könnte man das im Prinzip in einer Generation ändern. Wenn die Subsistenzbedingungen, die zu diesen Konstellationen geführt haben, die gibt es nicht mehr. Wir müssen nicht mehr als Söhne zu Hause bleiben, um den Hof zu verteidigen. Und Erbrecht ist jetzt so, dass die Mädchen genauso viel erben als die Söhne. Also diese versteinerte, fossilisierte Werte, wovon keiner mehr weiß, wo sie herkommen, die können wir abschaffen, wenn wir wollen. Das ist eine Gesellschaft, das ist nicht, was wir wollen, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Die Gesellschaft muss entscheiden, wo es hingeht. Aber es ist nicht unumgänglich, dass Frauen mangelhafte Männer sind. Und darum geht es uns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.